Musikgeschichte, die Romantik. In diesem Video möchte ich dir einen Einblick in die Epoche der Romantik geben. Ich nenne wichtige Komponisten, zentrale Gattungen und Kompositionsformen sowie Epochenmerkmale. Also, los geht's! Als Romantik wird im Grunde genommen fast das gesamte 19. Jahrhundert bezeichnet. Dabei lässt sich diese Zeitspanne auch aufgrund musikalischer Veränderungen genauer in die Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik unterteilen. Da diese Epoche in ihren Phänomenen äußerst komplex und vielfältig ist, kann in einem solchen Video aber nur ein kleiner Überblick gegeben werden. In der gesamten Romantik haben wir es mit einer nie dagewesenen Fülle musikalisch tätiger Personen zu tun. Daher kann ich hier nur eine kleine Auswahl wichtiger Komponisten geben. Dies wären unter anderem Schubert, Schumann, Chopin, Rossini, Wagner, Brahms, Liszt und Verdi. Es ist immer zu bedenken, dass es noch unzählige weitere wichtige Komponisten gibt. Nun zu zentralen Gattungen der Romantik. Unter den Instrumentalformen sind vor allem das Charakterstück und die sinfonische Dichtung zu nennen, wobei auch die Sinfonie in der Romantik weiter von Bedeutung ist. Das Charakterstück ist eine Komposition in der Regel für Klavier, in welcher ein Gefühl oder eine bestimmte Situation zum Ausdruck gebracht werden soll. Die sinfonische Dichtung ist ein meist einsätziges Werk für Sinfonieorchester, in welcher ebenfalls eine außermusikalische Vorlage vertont werden soll. Dies kann ein Gedicht, eine Geschichte, ein Gefühl oder eine Situation sein. Unter den Vokalgattungen ist die Oper nach wie vor zentral. Sie wird als Werk immer ausschweifender, was schließlich in monumentalen Werken mündet, die mehrere Abende füllen können. Neu ist das Kunstlied. Diese Komposition für einen Sänger und Klavier ist meist recht kurz und entstammt dem eigentlichen Volkslied. Als Teil des neuen romantischen Lebensgefühls wird die Musik als Kunst nur mit anderen Künsten wie Lyrik oder Malerei verknüpft. Dies mündet unter anderem darin, dass nun konkrete Gefühle und Situationen ausgedrückt werden. Das lässt sich an Werktiteln wie beispielsweise Die Nacht gut ablesen. Die Kompositionen selbst werden in ihrem gesamten musikalischen Material bezüglich Tonalität, Dynamik, Besetzung und Form erweitert. Das Klangideal steht fortan nicht mehr epochenübergreifend fest. Stattdessen entbrannten regelrechte Streits darüber, wie romantische Musik klingen solle. Dies beförderte unter anderem die Entwicklung sogenannter Nationalschulen. Aufbauend auf dem klassischen Orchester fand eine enorme Erweiterung dieses Klangkörpers statt. Es werden an den einzelnen Musiker immer höhere Anforderungen gestellt. Außerdem gewinnen die Blechbläser enorm an Bedeutung. Ebenso werden neue Schlaginstrumente sowie zusätzliche neue Instrumente in das Orchester eingeführt. Dies führt auch zu einer enormen Vergrößerung der einzelnen Instrumentengruppen. Du hast noch Fragen? Dann schaue dieses Video einfach nochmal von vorn oder suche im Internet nach weiteren Websites. Natürlich kannst du auch nochmal in dein Musikbuch schauen oder deinen Lehrer fragen.